Gummo, 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 Galligrü, wir sind hier bei der Inazuma 11 Victory Road Steam Beta und Version 1.1.7 ist nunmehr rausgeschallert. Deswegen sind wir hier im Titelbildschirm, um die ganze Angelegenheit so ein bisschen zu zelebrieren. Ich habe zwar schon mal ein Video gemacht mit den ganzen Patch Notes, guckt da sehr gerne rein, aber nur so viel. Im Story Mode hat sich auch das ein oder andere geändert. Ich komme da gleich im Genaueren noch ein bisschen drauf zu sprechen, aber so viel ist es eigentlich gar nicht. Aber kommen Sie durchaus heran mit einem Daumen nach oben, um dieses Video ebenfalls zu unterstützerisieren. Ich danke an der Stelle. Lass uns reingehen in den Story Mode und dorthin zurückkehren, ja, wo wir eigentlich aufgehört haben im letzten Part. Wir brauchen nämlich unbedingt ein Clubhaus. Und ohne Witz, das ist mein Speicherplatz gewesen. Alter, die Location wurde sehr, sehr gut gespeichert, also for real. Ich habe gedacht, ich spawne irgendwie am Schulgebäude anfangen oder am Schulgelände anfangen. Aber hier ist ja genau der Spot, wo ich gespeichert habe. Das ist sehr, sehr cool. Was macht ihr denn da am Busch? Na klar. Anyway, es gab vor Version 1.1.7 gewisse Situationen, wo die Charaktere in gewissen Szenen nicht geblinzelt haben mit ihren Augen. Und das ist jetzt eben nicht mehr so. Das ist eine der vielen Änderungen. Es gab da noch eine Story von einem Jungen, der aus der Straßenbahn gestiegen ist und dann geschwebt hatte. Er ist einfach ascended, Alter. Der Bro. Aber ich würde sagen, mit diesem kleinen, aber feinen Patch Notes in mind, gehen wir hier hinein hoffentlich in das, naja, in das Trainingsgebäude des Fußballclubs. Er sieht, muss man wirklich sagen, er sieht mindestens genauso ranzig aus, wie der aus, naja, Inazuma 11 1 bis 3 basically, right? Aber ja. Das Ding ist halt, es gab schon mal ein Gebäude, wo Destin gesagt hatte, hey, das könnte unser Trainingsgebäude sein, so mäßig. Ich glaube aber, das hier ist das Gebäude. Es wurden alle Informationen über mögliche Räume für den Fußballclub gesammelt. Überprüfe die potenziellen Clubräume in den Lesezeichen für Informationen und wähle sorgfältig aus. Okay, das bedeutet, wir müssen wieder hier ins Menü gehen. Und wahrscheinlich dann hier. Ja gut, das Seon-Geuer wird es nicht sein. Aber vielleicht hier. Müssen wir hier draufklicken? Die Lage der potenziellen Clubräume. Oh ja. Neben dem Musikraum und dem audiovisuellen Raum, wo auch bald der Mois-Diss-Track gespielt wird an der Stelle. Hadid End! Bald kommt der Song. Ich schwöre, Allah. Aber für eine Mittelschule eine unerwartet luxuriöse Einrichtung, muss man sagen. Dann der Lagerschuppen des Baseball-Clubs. Das ist allerhöchstens, ist halt eine kleine Besenkammer an der Stelle. Der Turngeräteschuppen. Dieser Turngeräteschuppen ist voller Sportgeräte verschiedener Clubs. Sie scheinen sich um die Nutzungsrechte zu streiten. Ja, das Ding ist, ne, ich habe da auch schon im letzten Part, glaube ich, war das angesprochen, ne, diese Basketballkörbe, die da platziert standen. Ich glaube, man sieht es sogar auf dem Bild. Stark. Und bevor wir jetzt zum alten Turngeräteschuppen kommen, Clubhaus Nummer 2. Ne? Hier befinden sich hauptsächlich Kulturclubs. In seltenen Fällen kommt es zum Streit zwischen Clubs, die etwas lauter sind und denen, die es ruhig haben wollen. Der wahre Beef. Und der alte Tongeräteschuppen, ich glaube, das wird unsere Wahl. Denn ein Schuppen voll mit alten und verstaubten Geräten. Aber wenn man ihn aufräumen würde, könnte man diesen Raum sicher gut nutzen, oder? Das sollte es dann auch dazu gewesen sein. Das sind mehr oder weniger die Clubräume. Und jetzt ist die Frage, was wird geschehen? Hier? Oh ja. Mhm. Ich glaube auch niemand will ihn benutzen. Ich glaube, so ein Ding ist das, oder? Der ist schon so ramponiert. Aber das ist gut, denn das kann man bestimmt wieder aufrappeln, das Gebäude. Mhm. Ja, da muss ich auch sagen, es ist schon abends, ne? Als ob da noch Lehrer und Lehrerinnen unterwegs sind. Ja gut, aber man muss auch sagen, ne? Ich glaube, in Japan ist die Schulzeit ein bisschen anders zu bemessen als bei uns. Sind das nicht Ganztagsschulen oder so in Japan? Gut,
Es gibt auch, ich glaube, deutsche Schulen, die bis 16 Uhr geöffnet haben. Unmenschlich, ey. Das ist, als würdest du Schüler so lange in ein Gebäude verfrachten, um den, naja, um den angehenden Arbeiter und Arbeiterinnen schon mal so ein bisschen an die Arbeitszeit zu gewöhnen. Das ist so mein Eindruck. 明日にでも先生に相談してみますか? Nein, wir müssen es heute versuchen.今日のところは帰るか? Brian hat gar keinen Bock. ですね。そうですね。 So dessen, nee, übersetzt als uns bleibt nichts anderes übrig, aber ich glaube, das zeigt nur, wie kontextuell dessen, nee, in der japanischen Sprache wahrscheinlich genutzt wird, oder? Ich glaube, du sagst es und je nachdem, was der Kontext ist, hat es eine andere Bedeutung. Aber nun, nimm den Weg nach Hause. Das Objective, das eigentlich schon seit mehreren Parts oben links steht. Was zum Teufel? Seeungeheuer Klöße, Junge. Ist das Gegenstück der Thüringer Klöße? Wie ging nochmal die Lyrics? Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Ihr kennt den Song. Da ist der Fußball. Kisoji, Omae Soccer kajitteru tte itta na. Ohoi. Junge, die Mundwinkel bewegen sich ja sehr häufig. Sakurazaki-senpai, kore kara unmei ni kochi ni mukotte passu o dashite moraimasu. Ey, das Gameplay da. Darf ich das mal ganz kurz? Junge, wie viel redest du denn? Das sind zwei Zeilen und du redest drei Sätze. Bruder, halbe Bibel. Halt's Maul. Was ich sagen will ist, ich finde, das Gameplay ist sowas von nice gestaltet, das ist halt kein Vergleich zu Pokémon-Spielen, die auf der Switch rausgekommen sind, for real. Und ich denke nicht, dass es auf der Switch großartig schlechter aussehen wird, als hier auf dem PC, wo ich hier mit Mitteleinstellungen spiele. Klar, es wird ein bisschen schlechter aussehen, aber dass wir hier so Gameplay haben, dass, ich sag mal, intuitiv weitergedacht wird. Und zwar im Sinne von, dass die jetzt hier einfach Gameplay-wise Fußball spielen. Und es ist nicht mal eine Sequenz oder so, sondern es ist halt Charakterdialog. Sehr, sehr cool. Und es kommt zu einem Kampf. Cedric versus Briar. Was zum Teufel? Rein! Aber warum steht hier Team HP, Focus Battle und Ballduell? Dieser Kampf verbessert die Fußballtechniken. Spiele Cedric erfolgreich einen Pass zu, ohne dass Briar dazwischen kommt. Achte auf Cedrics Zeichen und verpasse nicht deine Chance. SCH, CH, Schwäche an der Stelle ganz kurz gedroppt. Jeder Kampf ist ein Training für deine Spieler. Selbst wenn er nichts mit Fußball zu tun hat, verbessert er ihre Fähigkeiten. Einige der sieben Grundwerte sind Potenzialwerte, die nur durch Kämpfe und Spezialtraining erhöht werden können. Die Summe mit dem Grundwert ergibt die endgültige Fähigkeit. Ah, okay. Und jetzt? Soll ich ihn dahin spielen? Okay, dann war es das wohl nicht. Ich dachte vielleicht, dass wenn ich ihn nach links passe, dass Cedric nach links auch rübergeht. Aber gut, das war wahrscheinlich zu Fivehead von mir gedacht. Zeigt dein Teamkamerad mit dem Finger nach oben, dann hat er einen ganz klaren IS-Gruß gemacht. Und spielt auf seine aktuelle Position. Zeigt auf eine andere, dann passt er den mal dorthin. Aha, okay, cool. Das ist sehr fresh. Nein, was tue ich denn da? Ich bin sowas von lost. Ich werde sowas von sterben. Oh, come on. Ich hab nach links gemacht. Oh, verdammte Scheiße. Okay, ich muss hier reinkommen. Es ist nicht allzu leicht.
Vor allem, es hat ja auch nichts mehr mit dem Schere-Stein-Papier-System zu tun, right? Das ist einfach ein Bosskampf, so. Und vielleicht dadurch, dass es kein Schere-Stein-Papier-System ist, ist es für viele auch vielleicht cooler. Weil auch wenn das Destin nicht direkt Fußball spielt, er passt die Bälle trotzdem. Und, ich find's nice. Macht irgendwie mehr Spaß als die Schere-Stein-Papier-Duelle. Sag ich euch ganz ehrlich. Auch wenn die Art und Weise sehr, sehr weird war, wie wir hier reingestiegen sind, ich dachte mir halt for real erstmal, was wollen die jetzt von mir? Und dann, war es halt durch Learning by Doing, ne? Sehr cool. Sequenz? Stark? Die bösen Dämonen in seinen Kopf. Einzuschleimen, na klar. Was geht da in seinem Kopf vor? Sich jetzt mal ganz im Ernst. Omae, nani mon da? Ja, nante yuka. Er sagt, wir schienen wahrscheinlich eine nicht ganz so rosige Vergangenheit zu haben, right? Mobbing-Opfer potenziell? Fragezeichen? Kisoji wa sakka o yatteita. Tsunagi no soji. To no imyo o motte itan desu yo. Set der Brückenbauer, Junge. Das ist ein Ehrenname. Nande shiten no? Stalker koi ga shitsukokatta nde. Donna yatsu nan daro tte shirabe sasete moratta. Kisoji heita. Tenkinzoku no oya. Die ständig umziehen, Alla. Sore demo. Sakka de wa chūshin senshi no sapōto o shite sonzaikan o shimeshiteita. Eltern, die ständig umziehen. Da muss ich an der Stelle an einen gewissen YouTuber-Skandal denken, der vor 1, 2, 3 Wochen so richtig entflammt ist, wo die Ex-Frau gesagt hat, dass diese Person ständig schuld daran war, dass die Familie umziehen musste. Vom einen Ort zum anderen. F an der Stelle. Ich glaube, das ist gerade hier auf jeden Fall eine Non-Menschen. Sonzaikan. やっぱお前怖いわ。だったら最初からそう言え。な、練習相手程度にはなりそうだな。やあ、at least。先輩が俺からボールを取れればですね。何?まあまあ。先輩の納得も得られたことですし、今日のところは帰りましょう。まあ、そうだな。 Ja, ziemlich erfolgreicher Tag. Ich frage mich, was das sein könnte. Wahrscheinlich die Thüringer Klöße. Junge. Ich hoffe, die sind wenigstens vegan. Aber wenn ich an Kartoffeln oder... Oh, jetzt habe ich die Pointe direkt schon versaut. Wenn ich halt an Klöße denke, dann denke ich immer an Kartoffeln. ein Geist. Bro, ist das gerade Yokai Watch oder was? Fußballtruhen, let's go. Endlich sind die da. Findest du einen Ball mit blauer Aura? Kannst du mit einem Phantom spielen? Schafft der Ball es zu ihm, hast du Erfolg. Achte auf die auf dem Ball erscheinenden Pfeile und ziele sorgfältig. Okay, aber warum gibt es das erst jetzt? Warum ist das jetzt erst aufgetaucht? Warum nicht direkt schon zu Anfang? Ist das, was ich meine? Also das fand ich halt weird, dass man angekündigt hatte, yo, es wird halt Truhen geben im Update. Und die sind jetzt, die werden wir jetzt hier sehen zum ersten Mal. Aber warum nicht schon seit Anfang? Was hat Hino daran gehindert? Welches Gameplay-Element hat gefehlt?
Mussten die drei wirklich im Team zusammen antreten, dass Hin und sich dachte, ja Mann, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir diese Truhen einführen. Oh ja, das ist wahrscheinlich echt eine Hallo. Das, Aber nicht vergessen, Destin, du hast ein schwaches Herz. Da würde ich an deiner Stelle nicht so viel sprinten. For real. Sonst macht dein Kardiologe wieder Bombastic Side-Eye. So. Und nun. Wo sind jetzt hier die Klöße? Gib mir jetzt hier die Thüringer Klöße, Junge. Na? Nani? Aber die pflanzenbasierten, bitte. これから作家をやるなら、二人が感覚を取り戻す意味でも、特訓をする必要がある。でも、学校には特訓専用の施設なんて、おい、何が言いたい?100名階段。心臓破りの坂からのこの階段は、南雲原生徒の隠れた体力作りを担っている。 Junge, Junge, das muss ja echt eine Qual. Vor allem, ey, es ist auch gar nicht behindertengerecht. Das fällt mir jetzt erst auf. Wo Barrierefreiheit Level 5? Es gibt keine behinderten Schüler an der Schule, die irgendwie mit Rollstuhl oder so in die Schule müssen. Was ist denn das für ein System? Gut, wobei es kann sein, dass es, ich sag mal, am Hintereingang der Schule einen Weg gibt, wo man, keine Ahnung, parken kann oder so. Dass man quasi nicht die Treppen hoch muss oder so. Dass es zwei Wege zur Schule gibt, mäßig. ここを特訓場所に使えるか。今、試してみたいんだ。 Ha? Oh mein Gott! 特訓、100名階段だ。 Let's go! 100 Steine Treppe! Das ist nicht dein Ernst, wir kämpfen gegen eine Treppe. Okay, jetzt mindestens jetzt wird das Game genauso abgespaced wie Yo-Kai Watch 4. Es ist nicht dein Ernst. Aber wir sind vorbereitet, Brüders. Wir können das knacken. Der Spezialtrainingskampf. In Trainingskämpfen kann der Potenzialwert zwar mehr als üblich erhöht werden, es wird aber keine Erfahrung gewonnen. Gib deinen Spielern Anweisungen, damit sie besser werden. Wie mache ich das? Okay. Ich schätze, dass... I don't know. Die Symbole... Ich wollte gerade sagen... Jeder Spieler... hat quasi... Also es wird schon vorher angezeigt, welche Taktik für dich von Vorteil ist gegen diesen Dämon. Gegen diese Treppe. Das ist wild. Hallo? Ey, du Drecksau, ich hab doch meine Technik gemacht. Das war's. Das war's komplett, Bruder. Was ist das? Ist es das? Lass es uns versuchen. Haben wir geschafft, Junge? Das ist so schnelles Gameplay, du kommst halt nicht hinterher, es ist so verwirrend. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist gerade voll stressig, Mann. Es ist so stressig. Kann ich auch heilen? Kann ich mich nicht heilen? Ehrlich? Wir sind aber gut dabei, also. Die Leiste vom Boss ist gleich down. Aber wirklich, es ist diese Systeme, Bruder. Ich kann jetzt verstehen, warum sich Hino gedacht hat, dass er dieses System beibehalten will, weil es eben mehr ist als nur diese Dialogduelle. Die Fokuskämpfe, oder wie sie sich nennen. Wir haben die Treppe einfach, wie sagt man, human geschlachtet. Humane Schlachtung der Treppe. Stark, Bruder. Die Frage ist, kann man öfter gegen die Treppe kämpfen? Junge,
Das ist so 13 von 12 Sätzen, die ich wahrscheinlich niemals sonst gesagt hätte, wenn es dieses Spiel nicht gäbe. Stark. Junge, das sieht grafisch so geil aus, darf ich das mal sagen? Es ist so gut. Stalker-Schweine? Ist das der Geist? Es sind die Thüringer Klöße. Ich hab den Namen Seeungeheuer Klöße. So. Das ist eine gute Idee. Spezialtrainingsshop. Im Spezialtrainingsshop können die in den Spezialtrainingskämpfen gesammelten Tokens für Ausrüstung oder andere Gegenstände eingetauscht werden. Trainiere so viel du kannst für neue Errungenschaften. Was zum Teufel? Was habe ich euch gerade gesagt? Man kann das halt wirklich endlos oft machen. Gut, aber es wird angezeigt, wenn du es halt schon geschafft hast. Eine Checkmark, die für 100% sehr wichtig ist. Ah ja, und der ewige Schatten. Ich glaube, das liegt eher an meinen Grafik-Settings, also ich hoffe es. What? Was ist denn jetzt passiert? Also, warum bin ich jetzt... Weil ich durch dieses Symbol gelaufen bin? Deswegen machen wir diese Treppen-Challenge jetzt nochmal. Vielleicht nicht jetzt, aber wahrscheinlich im nächsten Part. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauerisieren. Haben Sie sich wohl.